Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauer, Corona und die Freimaurerei, was wird sich ändern? Was hat sich schon geändert? Wie empfindet ihr die ganze Thematik? Das ist das Thema des heutigen Videos. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Corona hat uns alle irgendwie kalt erwischt. Ich möchte aber nicht darüber hier reden, wo dieses Virus hergekommen ist. Dazu gibt es genug krude Theorien, zum Teil übrigens auch aus eigenen Reihen, wie etwa ein Artikel aus England uns zeigt. Nein, das soll nicht das Thema dieses Videos hier sein. Ich möchte eher darauf eingehen, was hat dieser Virus oder was haben die Maßnahmen gegen den Virus für Auswirkungen auf das Logenleben. Ein Bruder hat sehr zutreffend geschrieben in einem Beitrag, dass es jetzt das erste Mal sei, seit dem Verbot der Freimaurerei in der NS-Zeit, dass Logen nicht zusammenkommen dürfen. Nun sind natürlich die Ursachen völlig andere, das wissen wir alle, aber de facto ist es so, die Brüder und Schwestern mussten zu Hause bleiben. Gerade für die Älteren unter uns wird das sicher eine starke Einschränkung gewesen sein, gerade eben für diese Geschwister, die vielleicht alleine leben zu Hause und ihre sozialen Bindungen tatsächlich in erster Linie über die Logen beziehen. Freimaurerei lebt davon, dass man sich trifft, dass man sich idealerweise sogar in größeren Gruppen trifft und das Ganze vielleicht sogar auf engerem Raum stattfindet. Freimaurerei lebt davon, dass man in der Kette steht, dass man sich berührt, dass man sich die Hand gibt, dass man sich brüderlich umarmt. Freimaurerei bedeutet, man steht eng beieinander, man sitzt eng beieinander, man spricht eng zueinander. Die wichtigsten Ritualpassagen sind mit körperlichem Kontakt verbunden. Alles das wird möglicherweise in dieser Form nicht mehr so stattfinden können. Das hört sich jetzt etwas radikal formuliert an. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben wie auch in der Gesellschaft draußen dann zum Beispiel man sich eben nicht mehr die Hand gibt unbedingt, dass man einen gewissen Abstand einhält oder dass man vielleicht sogar Maske trägt. Eine gut aufgestellte Loge lebt ja gerade davon, dass ältere und jüngere Menschen zusammenkommen, dass man als jüngerer Mensch von der älteren Generation auch Erfahrungen mitnehmen kann. Werden diese sozialen Bindungen jetzt in Zukunft aufgelöst werden oder eingeschränkt werden? Das ist die Frage. Wir haben natürlich in der Corona-Zeit auch versucht, andere Wege zu beschreiten. Ich sage nur Stichwort Online-Konferenzen und Ähnliches. Aber hier kommt wieder das Problem dazu, dass gerade wieder ältere Menschen oftmals gar nicht technikaffin sind und auch hier schon überfordert sind. Last but not least gibt es natürlich auch die psychischen Auswirkungen dieser Corona-Krise. Nicht nur für Freimaurer selbstverständlich, sondern auch für Menschen überhaupt, die davon betroffen sind. Depressionen können auftreten, häusliche Gewalt soll stark zugenommen haben. All diese Dinge spielen natürlich auch in die freimaurische Welt mit hinein, denn Freimaurer sind ganz normaler Teil der Gesellschaft. Mich würde interessieren, wie sind eure Erfahrungen der letzten 2 bzw. 3 Monate diesbezüglich gewesen? Was habt ihr in eurer Loge unternommen oder was werdet ihr unternehmen? Werdet ihr einfach so weitermachen wie bisher oder werdet ihr andere Wege gehen?
Das ist die spannende Frage. Ich freue mich auf eure Antworten, eure Ideen und eure Erfahrungen. Knowledge is an inside job. Tschüss.